Oh Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Wir müssen ja dort rüber. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder hier zurückspringen. Damit wir dort rüberkommen nach Alpha Centauri. Hier. Also müssen wir dort erstmal rüber. Wohin damit? Und erstmal noch dorthin. So, jetzt können wir hier rüber nach Alpha Centauri. Und dann dorthin zu kommen, wo wir ja eigentlich hin wollen, ne? Storymäßig. Neue Navigationsdaten. Jawohl. Warum wolltest du eigentlich die Station im Anomi-System so schnell verlassen? Nichts Besonderes, nur ein paar lästige Probleme. Was denn für Probleme? Ich will dich nicht damit langweilen. Nein, ich möchte das... Hey, was ist das denn? Bestätigt. Das Ziel ist an Bord. Erledigen wir sie. Pass auf, die meinen uns. Ja, scheint so. Das Ziel ist an Bord. War doch klar, dass das noch nach Ärger riecht mit der. Klar, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich vage daran erinnert. Was sollte das denn? Die haben regelrecht auf uns gewartet. Ach, hat sich ja jetzt erledigt. Nimm lieber wieder Kurs auf die Erde. Ist mir suspekt. Aber gut. Wir spielen einfach die Story jetzt. Das ist wohl das Beste. Auch im Sinne eines Let's Plays. Keine Schiffswracks, nur schade. Ich führe ja gerne Krieg mit Piraten, das wissen wir ja bereits. So, da wären wir. Mal sehen, ob auch hier jemand auf uns wartet. Das vorhin war kein Zufall. Wieso sollte jemand uns auflauern? Keine Ahnung. Vielleicht wegen deiner langweiligen Probleme. Sieh mal, Chiron. Ist die Erde nicht schön? Du lenkst vom Thema ab. Es gibt kein Thema. Lass uns lieber diesen wundervollen Planeten anschauen. Wusstest du eigentlich, dass die gesamte Menschheit von der Erde stammt? Nee, echt? Das hätte ich als Erdling jetzt nicht gedacht. Tja, eine Forschungsstation. Aha. Hier ist die Forschungsstation. Wie kann ich Ihnen helfen? Aus Sicherheitsgründen müssen wir Ihnen die Landeerlaubnis verwehren. Okay. Schauen wir mal
wird da mal landen können. Wie es ausschaut. In so ein paar kleinen Kanten ist das so ein bisschen buggy, ne? Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. So. Kontakt. Leona sagte, du suchst einen Typen namens Forrester. Der ist hier durchgekommen, wollte ins Gebiet der Mordok. Das ist ein ziemlich raues, kriegerisches Volk im benachbarten Cluster. Mit deiner jetzigen Ausrüstung wirst du da nicht weit kommen. Aber ich kann dir helfen. Du bekommst von mir einen erstklassigen Geheimdienstlaser für dein Schiff, wenn du mir hilfst, die Aponi-Gang zu erledigen. Außerdem gibt es für jedes Gangmitglied ein ordentliches Kopfgeld von der Regierung. Bist du dabei? Na dann, auf geht's. Die Rebellen haben schon lange keine Mitglieder des Galaktischen Rates mehr angegriffen. Bis jetzt. Die Tochter des Ratspräsidenten Dal Alleh befand sich gerade auf dem Weg vom Sol-System zum Okto-Territorium, als ihr Kreuzerverband von Rebellen überfallen wurde. Nun wird die Präsidententochter im Pani-System als Geisel festgehalten. Man droht damit, ihren Kreuzer zu zerstören, wenn der Galaktische Rat nicht einige Forderungen erfüllt. Der Rat hat natürlich nicht vor, auf diese Forderungen einzugehen. Derzeit stellt das Terraner-Militär eine Truppe erstklassiger Piloten zusammen, die den Okto-Kreuzer der Präsidententochter befreien sollen. Vielleicht noch eine Sidequest mitgenommen? Ja, gut. Ist halt die Frage. Letzte Meldungen. Der erhöhte Energieverbrauch der letzten Tage schlägt sich nun in einem Preisanstieg für Forschungsartikel nieder. Wie genau geht's hier weiter? Einfach indem wir starten, oder? Da seid ihr ja. Dann kann's ja endlich losgehen. Hier hast du den Schlüssel für das Zielsystem. Ich muss jetzt gerade direkt erstmal weiterspielen, ja? Die Story. Okay. Fliegen wir ein Stück. Greift er zuerst an oder ich? Das ist die Frage. Ja. Gute Arbeit. Die waren nur zu zweit. Wahrscheinlich eine Patrouille. Wir müssen weitersuchen. Piraten benutzen solche Meteoritenfelder gern als Versteck. Sollten wir uns mal ansehen. Ich markiere dir einen Wegpunkt bei dem alten Kreuzerwrack. Flieg voraus, Chiron. Ich gebe uns Rückendeckung. Habe ich mir gedacht, dass das ein Schiffswrack ist, weil das hatten wir schon mal, ne? Piraten fliegen auf uns zu. Meine Schwerde geht stark runter. Verdammt, ich
er hält wohl nicht so gut durch, ja? Oh shit, oh shit, oh shit. Ich sehe schon, ich mach das alleine hier. Vorsicht! Siehst du den Okto? Chiron, hilf mir! Ich halt nicht mehr lange durch! Wo auch immer er ist. Piraten werden ja schon weniger. So, genug gespielt. Jetzt machen wir kurzen Prozess mit dir. Zwei Leibwächter im Anflug. Der Delan muss fast fertig, wenn ich das also richtig sehe. Der Typ, den du suchst, wollte zu einer Forschungsstation im Mandedulce-System. Ich übertrage dir die notwendigen Systemschlüssel. Ach übrigens, du wirst wohl auch in Zukunft eine Menge Credits brauchen. Die Regierungen zahlen immer gutes Kopfgeld für Piraten. Im Edgy-System soll sich auch eine Gang rumtreiben. Vielleicht ist das ja ein Job für dich. Wir waren ein gutes Team. Hier ist der Laser, den ich dir versprochen hatte. Du hast noch einen langen Weg vor dir und du wirst ihn gut gebrauchen können. Viel Glück. Oh, und er hat auch noch einen Container für mich. Gucken wir uns doch mal. Schnappen wir uns den noch mal. Machen wir die Sidequest vorher, würde ich sagen. Und vorher geht es noch mal zur Handelsstation. Oh, das war böse. Rumpel. Spielstand gespeichert, jawohl, ja. So, was können wir denn jetzt hier auftunen? Eigentlich nicht mehr so viel, aber gut. Geschichte umsortiert wahrscheinlich. Ja. Verkaufe ich die schlechteren doch.
Ja, und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut oder besser.